und Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute ist Wiesn-Warm-Up im Leonardo Hotel Olympiapark. Ja, warum jetzt schon Wiesn-Warm-Up? Da gucken wir mal nach, denn heute informieren sich nicht nur die Promis über die aktuellen Wiesn-Trends 2016, denn es gibt eine Modenschau von Trachtenwahnsinn und dem Lifestyle-Label von Gwilde aus Augsburg. Und wir schauen jetzt mal, wie wir alles so treffen. Leonardo Hotel Munich City Olympiapark zum Wiesn-Warm-Up. Und was ist wichtig? Wiesn-Warm-Up, worum geht es da denn eigentlich? Natürlich vor allem auch um die Wiesn-Trends 2016. Und ich sage Ihnen, da ist für uns alle was dabei. Tom Gilling habe ich getroffen, der war bei der Wahl vom Mr. GQ, also absolut fashion-affin. Und ich glaube, wir sollten mal fragen, wie ihm die Modenschau gefallen hat. Tom, ja. Erzähl mal, Mr. GQ. Fast, aber wir haben alle die Daumen gedrückt. Ja, danke, voll nett. Also, aber bei mir hast du gewonnen. Dankeschön. Also bei uns allen, glaube ich. München stand hinter mir. Ja! Nachdem du nicht nur Wiesn-TV machst, sondern auch noch meiner Meinung nach absolut Fashion Mr. GQ of the World, bist du ja echt ein Lifestyle-Mensch. Danke. Was hat dir denn besonders gut heute gefallen in der Modenschau? Ich fand, ehrlich gesagt, ich habe es schon zu Steffi gesagt, ich fand das super, dass man mal auf die Lederhose ein Hemd ganz locker tragen kann, was man nicht immer in die Lederhose steckt, weil wir Männer, wir tun es immer super schwer, das muss dann hier so rein und dann ziehen wir das immer ganz nach unten, damit es hier alles straff ist und so weiter, du kennst das ja auch. Und ich fand es total cool, dass du mal wirklich Hemden hast, die lässig aussehen, die tailliert sind und die halt wirklich schön auf der Lederhose sitzen, wenn du mal ein bisschen lockerer unterwegs sein willst, auch auf der Wiesn. Ich fand das super. Ich hätte echt Bock zu. Das trage ich jetzt auch. Neben mir habe ich jetzt das Schlagerschnuckerl. Ja, sag mal, wie bist du da drauf, Kämmer? Ich gar nicht. Oder wie ist es hier ausgekommen eigentlich? Plötzlich warst du der Schlagerschnuckerl. Da fragen wir mal die Gala, Bunte und alle anderen Zeitschriften dieser Welt. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe mich aber sehr gefreut, als ich es gelesen habe. Also ja. Ich finde es sehr charmant und habe es einfach jetzt auch, werde es übernehmen. Ja, Wiesn-Warm-Up. Wie bereitest du dich auf die Wiesn vor? Erstmal ein paar Mast trinken, ne? Man muss ja wieder in Übung kommen. Nein, ich freue mich da mal sehr. Also die 14 Tage ist der Ausnahmezustand in München und ich bin ja kein Geborener, ich bin ja ein Zugroßer, ein Saupreis, wie sie ja immer alle sagen. Und freue mich da aber sehr, dann 14 Tage lang auf wirklich das bayerische Lebensgefühl richtig ausleben zu können, wieder in die Tracht zu steigen. Seitdem ich ja jobtechnisch das an den Nagel gehangen habe, ist das ja was Besonderes wieder. Und ich mag das jetzt sehr gerne anzuziehen, wenn es eben eine authentische Veranstaltung ist, wenn es ein bayerisches oder österreichisches Lebensgefühl hat. Und dann finde ich es auch sehr, sehr passend und ziehe es dann immer wieder gerne an. Was ist dein persönliches No-Go beim Dirndl? Da muss ich kurz überlegen. Wenn es zu kurz ist. Also die Dirndl dürfen Muster haben, wie sie möchten. Die können ausgefallen sein, wie sie wollen. Ich finde eh, jede Frau sieht hervorragend aus dem Dirndl. Also das betont ja alle Vorzüge, versteckt alle Nachteile, wenn es denn welche gibt. Und, aber so ganz kurz dürfen sie nicht sein. Also wenn man dann wirklich quasi schon direkt drunter gucken kann, ist das vielleicht nicht das Praktische. Wo sagst du bei den Burschen, das geht gar nicht?
Ja, da kann ich nichts sagen, weil ich bin ja selbst so Tradition und Moderne gemixt, dass ich zu No-Go bei Burschen nichts sagen kann, weil ich finde, man darf alles ausprobieren, man sollte alles ausprobieren. Ich glaube, so Plastiklederhosen oder so, da hört es dann auf. Das glaube ich auch. Ja, also diese Schwimmdinger. Habe ich jetzt ernsthaft letztes Jahr ganz oft gesehen, diese Schwimmbadehosen als Lederhosen gemacht. Das ist ein No-Go, aber sonst, finde ich, kann man auch gerne mal mutig sein und Dinge ausprobieren. Und wir sind ja inzwischen in 2016 und da kann man, glaube ich, viele Dinge kombinieren. Florian, ich sehe schon einen Paulaner in der Hand. Bist du auch auf der Wiesn ein Paulaner-Fan? Ich schaue immer, dass ich in ein Zelt komme, wo es ein Weißbier gibt. Ein Weißbier. Was ist denn dein Lieblingswiesenzelt? Das ist eigentlich der Fischbäder, aber jetzt habe ich erfahren, dass der dieses Jahr gar nicht ist. Macht einfach mal Urlaub. Macht einfach mal Urlaub und ohne uns zu fragen, ein No-Go. Was ist denn so deine Wiesn-Vorbereitung? Ich meine, heute ist der Wiesn-Warm-Up im Leonardo. Ist es für dich schon so ein bisschen Einstimmung auf die Jahreszeit oder was machst du ein persönliches Private-Wiesn-Warm-Up? Das mache ich nicht, aber ich bin vorher noch auf der Rosenheimer Wiesn. Die ist 2 Wochen davor und das ist schon mal ein guter Einstieg. Mode ist ja so bei der Trachtenwelt eigentlich immer selten für die Männer. Also immer sehr klassisch, langweilig. Aber ich sehe, du hast ein sehr klassisches, sehr modernes Hemd an, mit einem sehr klassischen Kragen, aber trotzdem mit Reißverschluss, gell? Was hast du denn da Schönes an? Das ist ein Hemd von Quilt, eine Augsburger Firma. Und ich bin ja Augsburger, also freut es mich doppelt, dass es so ein tolles Hemd ist. Und ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn ich es zu Lederhosen anziehe. Okay, ich hoffe, wir sehen es bei Facebook dann auch alle. Ja, selbstverständlich. Sag mal, bist du ein Wiesn-Fan? Ein absoluter Wiesn-Fan. Also ich bin seit Ewigkeiten, also seit 1900 und darf ich gar nicht sagen, 75 auf der Wiesn und zwar konstant, ja. Dann ist so ein Wiesn-Warm-Up für dich ja die absolute Einstimmung, oder? Ich freue mich ja, dass so etwas nicht so kurz vor der Wiesn passiert, eine Woche vorher oder 2 Wochen vorher, sondern dass man das mal unterhalb des Jahres macht. Und auch bei der Nacht der Tracht zum Beispiel, die ja so zur Hälfte zwischen der Wiesn ist. Das macht einfach Spaß, mal Tracht wieder zu tragen und außerdem einfach lebenslustige Menschen zu sehen, die einfach Spaß haben, Bier zu trinken, zu lachen und lustige Musik zu hören. Also ich finde das in Ordnung. Meine Güte, ich bin so aufgeregt, dass ich hier für euch da sein darf. Mein Name ist Chantal G. Punkt. Servus, grüezi und hallo. War wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Hat es euch gefallen? Lasst uns ein Like da oder einfach auf Abonnieren klicken. Bis zum nächsten Mal bei Monaco Deluxe.